Na, endlich. Endlich mal wieder ein Frankfurter. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir hatten mal einen Frankfurter getestet, das hieß Pulsator mit dem Löwen. Mal wieder die Frankfurter Ruhrperle. Rico drückt seine Puppe gleich wieder rein. Sag mal, siehst du da irgendwas? Das spürt ja nichts. Ja. Ist das abgelaufen? Guck mal bitte. Nee, es war halt mal bis 1923. Naja, dann Augen geöffnet, schon schade. kipp ein. Ey, schöne Grüße an die Frankfurter übrigens, ja. Seid uns nicht böse. Schön sieht's aus. Das sieht wirklich gut aus, ja. Ja, okay, dann ist es Also, wieder so das sind eine. wahrscheinlich wirklich die Frankfurter Ruhrpferde. So, Gaumenliebe oder Gaumentriebe? Was sagt die Leber? Na, irgendwie hast du dir für eingegossen. Prost. Prost. Also, ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Eigentlich hätte ich es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Ein bisschen mal vom abgestandenen Wasser, muss ich sagen. Ja. Das ist ein Premium. Ja, hast du wieder. Naja, kannst du mal wegstreichen, Der Liter kostet 88 Cent. Echt? Der Preis wird als Das ist Liter zwischen richtig. Ja. 75 und 1,10. Das ist Also, das ist ja Preis. richtig preiswert, Ja. Alter. Alter, wie machen die denn das? Wie können die das so billig machen? Ich weiß es nicht. Das Das ist wieder. brutal, wa? Geschmack? Aber dafür schmeckt es ja echt gut. Genau das gleiche habe ich noch gemacht. Für den Preis schmeckt es gut, ja. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Die Ja. Frankfurter Rockhändler, da schmeckst du Drohr in dem Bier. Das Frankfurter Premium Pilsener mit der harmonisch fein würzigen Note. Ein ganz besonderer Pilzgenuss. Da haben Sie recht. Ein ganz besonderer Pilzgenuss. Wenn ich gar die Drohnen nicht schmecken würde, ist besser ein Sternhof, immer noch, ja. Ey, wenn diesen beschissenen Nachgeschmack ich hätte von diesen scheiß Rohrleitungen, sag ich jetzt einfach mal, ich kann nicht bestreiten, was gibt. 100% hier bis 10 Uhr, das schmeckt immer schlechter. Das wäre auch nicht großartig gut, oder so richtig, ne? Nee, das hat auch nicht richtig gefummt so. Naja. Das war schon dolle. Aber als ich die öffnen habe, war schon 80% Kohlensäure. Mindestens die 100. Ich zähle mal zusammen hier. Man könnte auch sagen, dass es nicht Hydro ist, sondern abgestandene Wasser. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein bisschen zu heftig gesagt, aber nee, das ist schon richtig. Ich mag es aber doch nicht weiter trinken. Ich auch nicht. 13 Punkte. Nein. Mache Blech, bestimmt. Ja, du wirst lachen, Alter. Warum verzögert da lachen? Ich sag dir, wir müssen das nochmal ändern. Hast du gesagt, 13 Punkte? Ja, Bronze? Bronze. Oh nee. Doch. Nee. Also, nee. Naja. Nein, ich gebe hier irgendwo Minuspunkte noch. Was ist denn Blech? 12? Ey. Ja, Glück gehabt wegen dem Preis. Ist jetzt schlecht. Das Ja, ist ja. dann haben wir den Preis zu. Dann bewerten wir den Preis halt zu Das hoch, ne? machen wir halt weg denn demnächst. Den Wo Preis. willst du mehr Punkte? Na, bei mir Schmack. Ein oder zwei gleich? Zwei gleich. Nur bei 16 Punkte. Okay. Da haben wir hier 2 Punkte weniger, sind es 11. Ja, das ist schon, das hört sich schon ganz schön Wenn, an. Das was ist ist ja das jetzt denn? aber nach Blech. Oh, ein Blechbier. Denn das ist ja, das sieht dann schon in Ordnung. Na denn, nichts vor. Solch ranziges Zeug darfst du jedem Abend hier nicht tragen. Gebe dein Bedauern laut kund, Ja, dass du kann doch meine nicht Reue wahr sein, verstehst. hier das Zeug! Mann, doch! Was testen wir als nächstes? Ja, ein Schmetter. Doch, wir haben da noch eine ganze Kiste gesponsert. Wir kriegen ja hier von unseren Fans ständig was geschenkt. Hier. Ein Sixer von der Inselbrauerei. Das testen wir dann demnächst. Also gut, Wenn uns dann zwischendurch nichts Besseres einfällt. Damit der Eingießer endlich sein vernünftiges Glas kriegt. das ist aber cool. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Du bist Hobbyist-Familie, du musst das doch kennen. Ja, aber doch nicht auf einer Verpackung.
Ach so, Ich meine, ich habe sowas natürlich schon gemacht und so viele andere Sachen, aber gut. so auf der Verpackung halt noch nicht gesehen. Ihr dürftet nicht verpassen. Dementsprechend jetzt den Kanal abonnieren und einen blöden Kommentar da lassen und dann ein bisschen noch teilen und dann sind wir glücklich. Bis demnächst.